Hallo Internet, hallo YouTube. Heute wieder eine Mod-Vorstellung. Und zwar gibt es da so einen netten Anhänger, den ich euch mal zeigen wollte. Und dazu brauche ich jetzt nochmal meinen Traktor hier. Und zwar deswegen, weil wir den gleich nochmal ein bisschen beladen wollen, um zu sehen, wie das Ganze entlädt. Ich hoffe, ihr hört mich noch. Der Fan ist doch immer sehr laut. Ja, frühmorgens, 7.19 Uhr. Wir wollten noch ein bisschen Weizen verkaufen, glaube ich zumindest. So, und hier steht das gute Stück. Okay. Und zwar der Fratelli Randazzo Fossano. Ich hoffe, der heißt wirklich so. Aber ich denke schon, dass das jetzt kein Werbeaufkleber ist. Also von den Texturen her ist der wirklich richtig klasse. Schöne Reifen, das passt richtig gut. Hier auch ein bisschen schmuddelig. Ja, der wird auch dreckig aus dem Waschbar nach 2 Stunden, wenn ihr mit dem durch die Gegend fahrt, also Spielzeit, dann wird der dreckig und ihr könnt den reinigen. Hinten auch eine schöne Rundumleuchte, die zeige ich euch nachher nochmal. Ich koppel den jetzt erstmal an. Ihr bekommt da 37.400 Liter rein. So. Ich hoffe, ich kriege ihn jetzt richtig zur Rampe und ich hoffe, es passt auch alles so, wie ich mir das vorgestellt habe, YouTube. So, gucken wir mal nach dem Licht. Das sieht klasse aus. Ich glaube sogar, das Nummernschild ist beleuchtet. Ah. Und hier diese Positionsleuchten sehen auch sehr gut aus. Doch, das Nummernschild ist mit beleuchtet. So. Und Umleuchte. Richtig klasse. Und auch hier die Deichsel. Das sieht richtig gut aus. Hier sind dann auch die, ach, wie heißen denn die Dinger hier? Die Bremssattel, nee, Bremsanhänger, Brems-Dreiecksdings. Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Ja, das tut aber nichts zur Sache. Ich wollte jetzt nochmal gucken, ob man denn da theoretisch mit einer Rampe drankommt. Obwohl ich da echt skeptisch bin, ob das funktioniert, aber wir probieren es mal. Und wir lassen es mal ein bisschen Tag werden. Das machen wir mal vorher. Ich möchte nochmal kurz einen Blick drauf werfen. Das gute Stück. So, dann wird er kurz beladen. Und dann schauen wir uns mal an, wie er denn entlädt. Es geht zwar dann ein bisschen langsamer vonstatten, also mit dem Entladen, aber ich finde es durchaus realistisch. So, passt das YouTube? Muss, oder? Ah, muss ich noch ein Allrad anstellen. Moment. Da hat er mir wieder was ausgedacht und ja, wie jetzt? Jetzt mach mich nicht schwach.
ob die Idee so toll war. Ich kann den hier gerade nicht weiter kippen. Okay, YouTube, ihr habt Zeit, oder? Na, die Idee war jetzt echt nicht so gut. Schneiden wir alles raus. Eigentlich wollte ich hier schon mit der fünften Schaufel unterwegs sein. Ich kann hier noch mal ein bisschen was erzählen, was demnächst hier so passiert auf dem Kanal. Und zwar geht es hier mit der Let's Play weiter von der Belgic Profonte zum Beispiel und diversere andere Projekte sind noch angelaufen. Also schaut mal rein, ich würde mich freuen. Ja, das ist jetzt hier ein bisschen ungünstig. Aber ich habe jetzt auch nichts Größeres hier. Wir machen nochmal einen. Und dann machen wir nochmal einen Schnitt und wir springen zu einer anderen Karte. Und beladen den mal ein bisschen schneller, weil das ist ja dann doch hier sehr langsam. So. Wir schauen uns aber erstmal die Fahreigenschaften an. Und zwar macht der echt optisch eine richtig gute Figur, das Teil. So, der lenkt auch mit, die Achse. Das ist auch gut gerade für, so wie hier, für kleinere Höfe. Ist das ja auch eine tolle Sache. Ja, die Federung sieht auch klasse aus. Ja, sehr schönes Modell. So, ich fahre den jetzt nochmal rum und dann machen wir einen kleinen Cut. Und ich besorge mal einfach eine größere Maschine zum Beladen. Vorher machen wir nochmal hier einen kleinen Test. Das ist mal Nacht werden. Schauen, wie er sich dann da macht. Das ist ja manchmal auch noch so ein Manko von den Texturen. Sieht aber auch sehr gut aus. Das Ganze nochmal mit Licht. Bremslicht. Rückfahrscheinwerfer haben wir. Und selbstredend. Die Blinker. Okay, ich sag mal bis gleich. Dann mit Radlader. So, willkommen zurück. Nochmal zum Randazzo Tandem TP60. Ich habe den Radlader. Das geht dann doch ein bisschen einfacher. So, das mal noch beladen. Und wenn die jetzt sagen, der hat jetzt Teleskoplader, wozu braucht er eine Rampe? Ich weiß es nicht. Es ist einfach stylischer. So, ich versuche das hier nochmal jetzt hier reinzuwerfen. Sorry, wenn das hier so ein Abenteuer wird. Aber ihr habt ja auch Spaß dran, ne? Wenn ich hier sowas jetzt schon wieder daneben kippe. Was ist denn da los?
Moment, YouTube. Bleib jetzt da stehen. So. Wunderbar. Wir machen die jetzt natürlich nicht voll, dass wir den Rahmen sprengen und meine Fahrmöglichkeiten. Deswegen machen wir die Kiste mal aus. So, und schauen wir mal, wie der sich entladen lässt. So, jetzt überlege ich gerade, ob wir da mal kurz rüberfahren. Boah, kriegen wir hin. Ihr habt ja Zeit, oder? So. Oh, das blinke wieder an. Warum mein Traktor aus dem Dach blinkt, falls euch die Frage stellt, das kann ich euch auch nicht beantworten. Ich muss auch mal konzentrieren, dass ich mich hier nicht verfahre. Das ist ja der Händler. Wir machen das mal anders, YouTube. Da ich ja eh noch ein bisschen mit meinem Teleskoplader arbeiten oder üben muss, machen wir mal Folgendes. Und schauen uns das Ganze mal hier an, wie der ablädt. Mal wieder aus. Sieht man nochmal schön die Reifenspuren. Also wirklich klasse, das Teil. Fällt mir sehr, sehr gut. Vor allem mal wieder waschbar. Ja. So. Ich muss mal hier kurz ein Abladen-Dingens machen. Und dann laden wir doch mal ab. Blinke mache ich nochmal aus. Und wir schauen uns das nochmal von draußen an. Also richtig schön, wie er die Klappe öffnet und auch so ganz langsam hochfährt. Das gefällt mir persönlich sehr gut. Also er braucht ein bisschen länger zum Abladen. Wir haben jetzt hier nur eine kleine Menge drin. Aber ist durchaus realistisch, würde ich einfach mal so behaupten. Da ist das Ganze wieder zu. Ja, von mir eine klare Empfehlung. Einfach mal runterladen beim Mod-Taster. Und ich stelle euch den Link natürlich unten rein, unter die Beschreibung. Wenn Fragen wegen der Karte kommen, das ist die Basic Pro Fonte, da wo ich auch meine Let's Plays mache. Und würde mich freuen, wenn ich euch nochmal wieder sehe, ihr mir vielleicht einen Daumen hoch gibt oder mir einen kleinen Kommentar schreibt. Also wirklich richtig schön gemacht. Übrigens, wenn man hier den nochmal löst, das kann ich nochmal kurz machen. Dann verstaut er auch hier diese Antriebsdeichsel, heißt das, oder? Ja, wirklich echt an alle Details gedacht. Hier sind auch nochmal so ein paar kleine Aufkleber, was man nicht tun sollte. Ja, ich danke euch fürs Zusehen und nochmal bis bald. Macht's gut.